So, Hände desinfizieren nach einem Auftrag. So schlecht finde ich das. Also ich meine, finde ich nicht schlecht, auch diese Tüte tragen. Ich habe sie gerade erneuert, weil die alte war schon zu lange benutzt. So, okay, die Atemwege haben dadurch schon ein bisschen gelitten, weil Tüte tragen, Hände waschen mit diesem, das klebt dann ein paar Sekunden und dann ist aber alles wieder in Ordnung. Ja, ich werde halt unterbrochen durch die Videoclips. Schaut euch einfach nach und nach irgendwann irgendwo mal einen Videoclip an. Ich muss mir natürlich angewöhnen, wieder Clips zu machen, wo ich ganz alleine bin, wo ich nicht unterbrochen werde. Wenn die Kunden reinkommen, ich anschauen, weil ich sehe sie ja auch. Also da steht die Kamera und da ist die Tür. Und wenn die dann reinkommen, sehen die mich ja hier agieren und wissen halt in dem Moment nicht, wieso, weshalb, warum. Na, sie bleiben in der Tür stehen, holen das Mützchen raus, setzen das Mützchen auf und kommen dann rein. So, in dem kann ich ja dann die Kamera schließen. Ja? So, ich war im Clip davor, deswegen kommt der Clip jetzt danach, immer noch bei den Künstlern, und zwar die Lizenz zum Lernen. Die Lizenz zum Lernen kostet monatlich 18,50 Euro. Und ob ihr das große Glück habt, wirklich tatsächlich von Lauterbach, Herrn Lauterbach oder Herrn Till Schweiger, zu lernen, das ist dahingestellt. So, ich bin da einfach jetzt einmal durchgegangen. Ihr könnt da von einem Profikoch kochen lernen. Ja, also trefft einen Meister. Und so heißt das. Kennt ihr zum Beispiel Jonas Kaufmann? Also Till Schweiger kennt er ja, aber Jonas Kaufmann. Ja? Oder den Alfons Schubeck. Alfons Schubeck ist für die zum Kochen. Jean René von Matt und Dörte Sprengler Ahrens. Was die euch beibringen, weiß ich nicht. Ah doch, lerne Kreativität. Von denen könnt ihr Kreativität lernen. Dann Nico Hoffmann, der macht Filmproduktion. Sebastian Fitzek lehrt Schreiben. Er lehrt euch Schreiben, also Literatur. Ne? Dann, wie gesagt, Heiner Lauterbach, die Schauspielerei, wie ihr die Dramaturgie, wie ihr eure Figur ansetzt, die ihr da verkörpern wollt. Ne? So, Reinhard Messmer, der bringt euch Motivation, dass ihr da einen Berg besteigt oder keine Ahnung. Ne? Er bringt euch Motivation bei. Ne? Ist klar. So, Sandra Navidi lehrt euch Netzwerken. Sie bringt euch das Netzwerken bei. Kennt ihr sie? Ich weiß es nicht. Ja. Und dann haben wir Dr. Müller Wohlfahrt. Ja, der bringt euch die Orthopädie bei. Also für Ärzte, würde ich sagen. Also, ne? So, also Meet Your Master. Meet Your Master. Ich sage einfach nur, Corona bringt neuartige Berufe. Corona bringt eine neuartige Kunstszene. Und Corona bringt uns was Neues. Eine neue Art zu denken. Was es aber nicht bringen darf, ist, und das ist sehr, sehr wichtig, die Spaltung. Ja, die darf nie stattfinden. Nie mehr darf die stattfinden. Aber das war durch. Ja. Und ich muss eben gerade stutzen, weil ein älterer Herr sich gerade für meine Werbung interessiert. Er schaut sich die Werbung an, aus welchem Grund auch immer. Wie gesagt, so Hall of Fame ist hier, Star Wars ist hier und meine Reiner ist hier. So, ich bin jetzt leider für euch keine Berühmtheit. Also für euch Zuschauer bin ich nix, gar nix. Und für die Leute hier vor Ort bin ich was. Vorhin kam sogar ein DHL rein. Oh, das muss ich sehen. Boah, Hammer, ey, Spitze, boah. Na? DHL, ist klar. Durch TikTok kommt sowas. Weil ich werde ja bekannt durch TikTok. Ich bin ja also bei TikTok etwas bekannter wie jetzt hier bei YouTube und bei Facebook. Also hier hochgradig interessant. Also Facebook hat mir gerade eben gezeigt, dass ihr mich als Konterfei benutzt für eure Zwecke. Danke, danke, danke. Oh, muss ich einfach sagen. Und bei TikTok muss ich wieder von vorne anfangen, weil da was schief gelaufen ist. Ich habe, wie gesagt, auch gerade eben habe ich mein Telefon wieder bereinigt, weil da zu viel Datenmüll drauf war.
Und wenn da zu viel Datenmüll drauf ist, muss ich mein Telefon reinigen. So. Und jetzt sind alle Namen weg, stehen nur noch die Rufnummern bei WhatsApp zum Beispiel. Da muss ich gucken, wann sich das wieder amortisiert, wann dann wieder die Namen stehen. Ne? Weil manchmal hat man sich ja jahrelang dran gewöhnt, aber wenn das Telefon wegen Überfüllung geschlossen, muss ich da, und das habe ich, keine Ahnung, ich habe also TikTok gelöscht, habe WhatsApp gelöscht, also die Inhalte, auch die ganzen Bilder, was weiß ich nicht, alles habe ich gelöscht. Aber wie gesagt, dadurch verhält sich natürlich die Datenstruktur jetzt anders. Ich musste TikTok sagen, ja, das darfst du. Dann musste Facebook sagen, ja, das darfst du. Ne? Also ich lasse alle zugreifen und deswegen erwischt ihr mich ja auch und deswegen könnt ihr mit meinem Avatar auch Blödsinn veranstalten. So, wir haben eine New Generation of Jugendliche. Jugendliche leben halt im Datenhighway, benutzen den Datenhighway und ja, so richtig haben wir keine Symbiose mehr. Man nutzt und benutzt und man schimpft und was weiß ich nicht alles, man lässt die Sau raus. Das, was wir kennen von früher, heute vor, was weiß ich, 60 Jahren, wo wir vor den Kameras oder mit Kameras gearbeitet, mit Rollfilm und Schmalfilm gearbeitet und wirklich denken mussten, was machen wir jetzt, 21, 22, 23, zack, war ein Take. Na, also man hat immer so, man hatte ja nur 3 Minuten Zeit. Ne? Und dann war man 10 Mark, 20 Mark weg. Ne? Also erstmal kam der Film 19 Mark 80, so ein Aquafilm, Kodak-Film. Und dann hat man ihn nochmal weggeschickt. Und dann wurde der gemacht und dann kam er ja zurück. Und alle Fehler, die man gemacht hat, man dann halt bezahlt. Ich hatte gestern noch einen Auftrag, da sage ich, tut mir leid, da ist nichts drauf. Ne? Ja, wie gesagt, da ist nichts drauf und weil da nichts drauf ist, kann ich auch nichts machen. Ne? So, dann kam ja, wie gesagt, die Kundin mit den total versifften Kamera. Das werde ich auch sicherlich mal zeigen, wirklich total versifft. Ja, also boah, am Kleben und boah, ne? Die löst sich regelrecht auf, die Kamera, aber das ist normal bei Sony, wenn die ihr Alter hat, die legt sich tot. Ich habe mal mit der Firma Sony gesprochen, ne? Weil meine große Kamera, ne? Mal eben 6000 D-Mark, tschüss. Kaputt. Ende. Na, nach 20, 25 Jahren High 8 war die dann kaputt. Ich fand es hochgradig interessant. Die Sony 4000 kam 3.999 D-Mark und die Sony 6000 kam 5.999 D-Mark. Also fand ich schon hochgradig interessant. So, jetzt bekomme ich wieder Besuch. Ich muss mich outen. Irgendeiner hat versucht, mich wieder anzunehmen.